Moin Moin, ich bin Tizian und begrüße dich ganz recht herzlich zu einer weiteren Folge LS17 auf der Map Apps auf der Heide. Wir haben ja gestern hier die Strecke mal ganz kurz ein bisschen umgebastelt. Jetzt will ich mal ganz kurz gucken, was hier noch so los ist. Der wartet am Trigger. Okay, dann können wir den einmal kurz rausnehmen und ihm das Gewicht hinten ranpacken, weil das war ja auch so eine Aufgabe, weswegen ich ihn hier hingeschickt habe. Er sollte mir ja das Gewicht holen für den Deutz, dass ich den Deutz-Kollegen gleich schon richtig einsetzen kann. Fürs Grubbern, ne? Dass sobald das Feld einmal komplett abgedüngt ist, oder gedüngt ist komplett, dass wir dann den Deutz sofort rüberschicken können zum Grubbern. Und nicht da lange warten müssen. So, dann brauchen wir jetzt hier auch wieder das Feld Nummer 7. Nummer 7. Und zwar Feld Nummer 7. Von BGA ÜLW, genau, das ist der Kurs. Einmal Überführung, fährst du los, sagst mir Bescheid, wenn du da bist. Und der MF braucht jetzt neue Gülle und die haben wir ja schon auf dem Feld stehen. Ne? Das heißt, da werden wir einmal kurz ranfahren, ihn einmal auftanken und dann kann er gleich schon wieder weiterfahren. Wie gesagt, ich habe jetzt hier keinen Überladepunkt eingerichtet, weil darauf wollte ich jetzt einfach mal verzichten. Und da müssen wir mal gucken. Also wie gesagt, ich habe jetzt hier noch ein bisschen mit dem Feld 7 zu tun. Das ist aber dann auch tatsächlich das Einzige, was ich momentan zu tun habe am Feld 7. Danach war es das eigentlich. So, kann das... Fängt er schon so mit dem Überladen an? Nee, ne? Ne, tut er nicht. Kann ich ihn eigentlich von hier aus auch befüllen? Ne, kann ich nicht. Man muss immer auf dem anderen Fahrzeug sitzen, ne? So, da sitze ich drauf. Okay, der ist noch an und will jetzt nicht mehr machen. Deswegen... Überladen? Was ist das hier? Güllefass auffüllen. Ah, jetzt. Komisch, dass er das nicht von sich aus machen wollte. Okay, wir wollen nicht am ersten starten, sondern beim nächsten. Ich werde auch ein kleines Stückchen zurückfahren. Dass wir ein bisschen über eine Stelle überdüngen, aber dafür ist wenigstens alles gemacht. Oh, falscher Tracker. Einmal ganz schnell aus der Gülleflut raus. So, ich fahre ja schon weg. Tschüss. Ich bin schon unterwegs. Achso, und er geht jetzt ja auch in seine letzte Runde rein. Denn hätte ich gar nicht so viel Gülle gebraucht eigentlich hier auf dem Feld, ne? Ich dachte, ich bräuchte hier viel, viel mehr Gülle. Aber das ist eigentlich gar nicht so wild. Naja, dann können wir gleich mal gucken. Vielleicht brauchen wir noch eine Ladung. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall können wir das Fass hier drüben schon mal abstellen. Auch auf diesem Feld jetzt. Und dann kann sich gleich ein anderer Abfahrer darum kümmern, das wieder wegzubringen. Da das ja jetzt schon nicht mehr so voll ist, das Fass. Dann kann das auch mal ein kleiner anderer Traktor ziehen. Weil da sind jetzt ja nur noch 20 drin und 20 Tonnen ziehen die ja normalerweise auch immer. Also von dem her nicht so das Problem. Da kommt der Anhänger. So, dann wollte ich mit dem Kollegen, wollte ich ja irgendwie nach Hause haben, ne? So, wir haben jetzt ja hier einen neuen Kurs eingestellt und zwar ÜLW 20 Anfang, ne? Wobei wir können jetzt eigentlich auch, wenn wir hier sind, können wir auch die Dorfstraße nehmen. Ne, das war die Ringstraße, ne? Ringstraße, genau. Ringstraße zur Bauerstraße. OW. Ringstraße zur Bauerstraße, OW. Das ist bestimmt da vorne so eine kleine Kurve, ne? Okay. Jetzt müsste ich mal gucken, dann brauchen wir die Bauerstraße in die andere Richtung, WO. Geht das? Oh ja, das geht. Und dann brauchen wir Bauerstraße, Hauptstraße, dann sind wir da drinnen. Dann brauchen wir die Hauptstraße, Hauptstraße SN, okay, dann fahren wir da hinten hin. Und dann wollen wir Hauptstraße zum Hof, ne, oder so. Warte mal, Hauptstraße Hof, genau, das ist der Kurs. Der geht da rein. Und dann, obwohl eigentlich hätten wir Feld 1 zur Hauptstraße machen müssen, ne? Oder Feld 1 von Hauptstraße. Mal gucken, können wir das noch daran hängen? Vielleicht ist das in Ordnung. Dann hätten wir nämlich hier jetzt auch einen Kurs. Ja, obwohl ist eigentlich, nee, den speichern wir nicht ab. Den speichern wir nicht ab, den lassen wir jetzt einfach mal so. Wir gucken mal, wie er sich macht. Fahr ihn mal ab und wenn du da bist, dann kriegst du dein Gedöns. Das ist immer wenn ein Hydrant ist und die eine Überführung machen, bleiben die an den Hydranten stehen. Das ist sehr, sehr komisch, dass das passiert.
So, wie weit bist du jetzt ungefähr? Du bist nochmal leer geworden. Oh, das ist ja interessant. Dann nehmen wir dich mal raus und dann werde ich dich mal selber schnell auffüllen. Einmal selber schnell auffüllen und dann fahren wir da hinten wieder rauf. Wobei, so viel hast du jetzt hier nicht mehr auf dem Feldchen, ne? Das ist ja schon so gut wie erledigt. Jetzt fehlt uns mir nur noch das Gewicht gleich für den Grubber. Wobei, er würde wahrscheinlich auch ohne Gewicht auskommen. Aber nichtsdestotrotz machen wir da das Gewicht dran. Das kleine Fass können wir auch mal wieder reinigen, ne? Das sieht ja aus wie Scheiße. Auch mal wieder ein Überwischen. Okay, voll. Jetzt sind wirklich im großen Fass nur noch, was sind da jetzt noch drin? Vielleicht 16? Ja, also recht wenig. Das heißt, es sollte kein Problem sein, dass der Steier das große Fass wegzieht und es zur BGA wieder zurückbringt, meinetwegen. So, dann kannst du hier auf dem nächsten wieder anfangen. Und dann bist du ja auch gleich durch, ne? Der Multi ist hier wieder hängen geblieben. Das ist wieder das Gleiche, ne? Überführungskurs. Da ist ein Hydrant irgendwo und da bleiben sie hängen. Witzig. So, Abfahrer einstellen. Zack. Vielleicht muss ich mich da tatsächlich mal irgendwann mit beschäftigen und hinsetzen. Und solche Geschichten halt mal, diese ganzen Hydranten, die man überall hier auf dieser Karte hat, einfach mal entfernen. So, pass mal auf, ich will mal den Kurs haben vom T5, ne? Ja, vom T5. Weil dann würde der nämlich auch gleich wieder nach Hause fahren und könnte da alles wieder abstellen. Jetzt habe ich hier ein bisschen die Kurve zu weit gezogen. Ja, ich komme nicht in den Trigger rein von dem Fass. Das heißt, ich muss nochmal vor- und zurücksetzen, weil ich möchte nämlich das kleine Fass gerne auffüllen. Ja, das kleine Fass gerne einmal auffüllen. Und dann kann das alles zurück zum Hof. Und dort dann warten, bis wir die nächste Aufgabe haben für das Ganze, für die ganzen kleinen Jungs hier. Also bis jetzt habe ich noch keine so richtige Aufgabe für die wieder. Da müssen wir mal gleich schauen. Auf jeden Fall mal an dem Hydranten vorbei. Nicht, dass er da gleich hängen bleibt. Okay, sagen wir Bescheid, wenn du da bist. Wahrscheinlich werden wir irgendwo irgendwas abmähen. Aber so sicher bin ich mir da auch noch nicht. So, wo bleibt denn jetzt mein Gewicht hier? Da vorne kommt das, ne? Da vorne ist die Rauchfahne. Gut, dann machen wir den mal raus. Dann kommt das weg. Das große Fass, das große Güllefass, werden wir zur BGA fahren. Feld 7 zur BGA ÜLW, genau. Dann nehmen wir den Kurs. Damit wir... Ja, das müssen wir dann halt auch nochmal ändern, weil da haben wir jetzt ja einen neuen Kurs eingestellt, ne? Oh. Ich habe das nicht gesehen. Ich habe die Einfahrt nicht gesehen. Oh nein, ich hänge hier fest. Sag jetzt nicht, dass ich hier festhänge. Oh nein. Oh, voll festgefahren, ey. Wegen dem Fass vorne, ne? Weil das Fass da irgendwie... Weil ich irgendwie auflag mit einem Fass oder so. Ich weiß es nicht. Ja, das ist das Problem teilweise bei der Außenansicht. Dass man da so ein bisschen hier und da gegebenenfalls mal hängen bleibt. So, einmal das abgelegt. Dann fahren wir einmal hier rum. Zack. Da und... Einmal, ja genau, da sind jetzt noch 13.000 drin. Das ist also eigentlich kein Problem, sowas zu ziehen. Auch wenn das vielleicht ein großer Anhänger ist. Aber im Großen und Ganzen müsste das ja gehen. So, das ist auch wieder eine Überführung. Fang am nächsten an und sag mal Bescheid, wenn du da bist. Jetzt können wir den Deutz klar machen. Da ist der Deutz. Dann kann der nämlich jetzt endlich anfangen mit Grubbern. So, hast du... Ne, jetzt haben wir es hinten abgelegt. Das wollte ich nicht. Ich wollte gerne vorne das Gewicht haben und nicht hinten ablegen. So, genau. Okay, das... Sehr schön. Wir haben die Feldarbeit, ne? Die schwierige Feldarbeit. Das haben wir. Wir wollen auf das Feld 7. Und ich möchte hier auch wieder gerne... Achso, wir müssen ja mal klicken. Da, wo die aktuelle Startposition ist. Wir machen mal einmal mehr und wir machen das so rum. Ja, das sieht interessant aus. Ich suche mir mal den Startpunkt. Weil auf den möchte ich ihn gerne raussetzen. Okay, der startet da oben.
Das ist sehr, sehr interessant, dass ich sage, Startecke, aktuelle Fahrposition. Und dann geht er aber trotzdem ganz woanders hin. Naja, hat er die richtige Arbeitsbreite? 6 Meter, sieht gut aus. Dann starte mal am 1. und dann wollen wir mal gucken, wie du das hier machst. Aber die Ecken sind schön, ne? Die Ecken sind echt schön rund, muss man ganz ehrlich sagen. Das war früher immer ein bisschen beschissener. So. Einmal kurz übergrubbern. Sehr fein. Da ist das große Fass unterwegs, da ist das kleine Fass unterwegs. Hier ist der New Holland, der darauf wartet, dass er seine nächste Aufgabe bekommt. Die wird er auch gleich bekommen, weil er kriegt nämlich die Seemaschine. Und dann darf er sich auch schon mal zum Feld wieder begeben und dann darauf warten, dass es fertig gegrubbert ist und dann gleich einmal ein Übersehen. Da ist die Seemaschine. Dann hoffe ich mal, dass wir noch genug Dünger und genug Saatgut haben. Das ist auch für die ganze... Ja, guck mal, Saatgut müssen wir ein bisschen was reinschmeißen. Oh, ist die Maschine zu schwer für ihn? Weil er vorne so hoch geht. Ich glaube, ich brauche noch ein größeres Gewicht vorne dran, ne? Irgendwie habe ich das Gefühl, als ob das Gewicht vorne irgendwie ein bisschen zu klein ist. Da haben wir doch schon ein großes dran, ne? Oder? Was ist das? Okay, ist das irgendwie... Der schwebt ein bisschen in der Luft, oder? Oder sollen wir das auch lieber den Deutz machen lassen? Und ihn das... Obwohl, wenn die Maschine erstmal unten ist, dann ist das ja auch wieder eine andere Geschichte, ne? Ja, das wird schon passen. So, ich brauche Saatgut und ich brauche Dünger gegebenenfalls. Okay, ich kriege hier gar nichts. Weder Saatgut noch Dünger. Was ist denn hier los jetzt? Jetzt hat er sich wahrscheinlich irgendwie geöffnet. Hat er die Maschine irgendwie hinten aufgemacht und wahrscheinlich erstmal nur ist wahrscheinlich nur in den Dünger erstmal reingefahren oder so. Ich bin mir nicht sicher, in welchen Trigger er jetzt reingefahren ist. Auf jeden Fall müsste das doch irgendwie gehen hier. Kann ich hier noch irgendwas aufklappen? Nee, ne? Achso, ich bin auf der... Ah, ich war auf der falschen Geschichte. Deswegen. So, das jetzt endlich mal. Jetzt bekommen wir was. So, was war das? Jetzt hat er erstmal nur Dings aufgefüllt. Jetzt hat er erstmal nur Saatgut aufgefüllt. Ich fahre nochmal raus und wieder rein. In der Hoffnung, dass wir jetzt auf dem richtigen Trigger kommen. Beziehungsweise auch jetzt. Sehr schön, dann hat das doch jetzt geklappt. Okay, dann fahren wir jetzt mal rüber zum... Das Gewicht mal vorne hoch und hinten mal abdecken. Dann fahren wir mal rüber zum Feld. Mal gucken, was wir da jetzt noch als nächstes machen können. Aber wie gesagt, der ist schon eine ganze Ecke hochgekommen vorne, ne? Naja, muss der Kleine halt mal ein bisschen trainieren. Ich fahre mal selber schnell. Mal wieder eine kleine Runde selber fahren. Bisschen was selber machen hier, ne? Oh, habe ich eigentlich ein... Nee, wir haben noch gar kein episches Thumbnail gemacht, ne? Oh, pass mal auf, das müssen wir ganz schnell machen. So, und zwar, ich halte mal hier an ganz kurz. Zack. So, sehr schön. Es ist immer noch neblig, ne? Es ist immer noch neblig. Schrecklich sowas. Ich mag es ja nicht, wenn das so neblig ist. Ich sehe nichts. Ich mag es ja nicht, wenn es so neblig ist. So, ich mach mal Rundumleuchten an, damit wir auch gesehen werden von allen anderen. Von allen anderen Verkehrsteilnehmern. Wobei, die sind ja geradeaus. Die haben wir ja Gott sei Dank erstmal abgeschaltet. So, der MF ist am Trigger, das heißt, den können wir ja gleich wieder rausnehmen. Beziehungsweise das Güllefass mal reinigen. Von außen auf jeden Fall. Von innen erstmal noch nicht. Das kann erstmal noch so bleiben. Das ist ja voll, Gott sei Dank. Dann haben wir ja auch gleich hier den Kollegen eingestellt, dass der uns da wieder Mais drauf drillt. Das ist ja auch ganz nice. Und dann... Oh, der Multi hat durchdrehende Reifen. Oh, das ist interessant. Was hat der denn gemacht? Ich habe ihm doch gesagt, er soll mir Bescheid sagen, wenn er da ist, oder? Bin mir da gerade nicht so sicher. Aber das müssen wir uns gleich mal angucken. Schon geil, dass man halt die Auspuffdämpfe, Gase, die sieht man. Aber alles andere sieht man noch nicht von den Fahrzeugen.
Ist ganz witzig eigentlich. Kann ich den schon draufsetzen? Ich bin mir da nicht so sicher. Wie das aussieht mit den... Ne, da müsste ich deutlich mehr Vorgewände machen, ne? Wenn ich den draufsetzen möchte. Naja, das wollen wir nicht. Wir wollen mal warten, bis der andere fertig ist mit dem Grubbern. Und dann setzen wir den hier drauf. Hier ist die Einfahrt. Sehr schön. Alles klar. Dann warten wir mal hier, bis der Deutz fertig ist. Das dauert ja auch nicht so lange. Fährt er deutlich übers Feld raus? Oder kriegt er das... Kann ich hier stehen bleiben? Ne, ich kann da stehen bleiben anscheinend. Okay, was ist hier los? Der ist da zugange. Ah, okay, ich habe tatsächlich vergessen, ihm zu sagen, dass er mir Bescheid sagen soll, wenn er da ist. Und deswegen ist es hier zu einer kleinen Kollision gekommen. Kann ja mal passieren, ne? So, dann werden wir das Fässchen hier mal gleich auffüllen lassen wieder. Und das auf die Parkposition stellen. So, zack, bin ich nicht. Jetzt bin ich drauf. Das mal weg. Und dann kann der nämlich auch gleich seinen Anhänger wieder mit abholen. Und damit dann wieder zurückfahren. Oh. 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 Ich bin hier voll in Rage und überziehe des Todes, ey. Na gut, dann sage ich mal Dankeschön, ne? Danke, dass du wieder eingeschaltet hast. Danke für den ganzen krassen Support. Wenn es dir gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und wenn du möchtest, sehen wir uns morgen in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.